Das ist alles großen Schweinkram. Prevare Schunko. Ich möchte keine Pressware haben. Das soll gefälligst von einem Schwein kommen. Golifie Sponaritki. Wir haben auch in vielen Bereichen ähnliche Sachen, wo man als Überwachung denkt, das darf doch nicht sein. Ponerejanie Okusa. Die ganze Chemie im Essen verabscheue ich. Poparjeno in prekuhano. Zwijacze živilske industrie. Kakšen škandal. Zlepljene kose mesa prodajajo kot pravo šunko. Pred dvema letoma so to odkrili reporterji televizije NDR. Se je mesno-predelovalna industrija iz tega kaj naučila ali še vedno zavaja potrošnike? Prevara s šunko. Takrat jo je bilo preprosto prepoznati. Wir haben dann hier die Klebestelle und Sie sehen, hier ist ein Stück, hier ist ein Stück, hier ist ein Stück. Auch dieses Produkt besteht ungefähr auf einem Anschnitt aus 10 kleinen Stücken. Wenn man sich das genauer anguckt, finden wir hier fein zerkleinertes Material, das in einem handwerklich legeartes hergestellten Rohschinken nicht zu suchen hat und eigentlich unerklärlich ist. Predvsem pa prepovedano. Na raziskave NDR-a se je odzvala tudi Ilse Aigner, nemška zvezna ministrica za zaščito potrošnikov, z jasnim sporočilom mesno-predelovalnim obratom. Sestavljena živila je treba jasno označiti. Pri podjetju Gutfried so zamenjali embalažo, ki potrošnikom zdaj sporoča, da je puranja šunka narezana in sestavljena. Toda potrošniki pravijo, da od šunke pričakujejo nekaj drugega. Aus wie viel Schweinen darf denn oder sollte denn eine Scheibe Schinken hergestellt sein? Also ein eigentlich aus einem Stück, aus dem Schinken. Wie viele Schweine? Wie viele Tiere? Nee, Moment, ich meine, ein Schinken, der wird doch pro, also wenn so wollen, von einem Schwein werden zwei Schinken hergestellt. Nee, einmal die rechte und einmal die linke Seite. Schinken ist nur Schinken. Pa je spet tako, ali meso še vedno stiskajo in lepijo. Sumimo, da s to šunko nekaj ni v redu. Odpeljamo se v Krefeld, kjer izvedenci državnega preiskovalnega urada ocenijo naše vzorce. Gre spet za zlepljeno meso? Sum se okrepi. Also hier sieht man das eigentlich schön, dass die Faserverläufe unterschiedlich hergehen. Hier oben auch. Das sieht nicht nach natürlichem Zusammenhang aus. Kann man auch die Nahtstellen so ein bisschen vermuten, ne? Ja, lässt sich schön auseinanderziehen. Der Verbraucher muss wissen, was er bekommt, wenn er in den Laden geht und eine Packung Nussschinken kauft. Bei Nussschinken gibt es eine ganz klare Verkehrsauffassung und da ist ein Nussschinken ein gewachsenes Stück Fleisch, was im natürlichen Zusammenhang ist. Wenn das nicht der Fall ist, verstößt es ganz klar gegen geltendes Recht. Das ist eine falsche Kennzeichnung. V laboratoriju smo naročili analizo DNK. Specialisti naj ugotovijo, koliko prašičev je v eni rezini šunke. Genski preizkus bo izničil vse dvome. Turinška šunka deklarirane vrhunske kakovosti. Toda laboratorijsko poročilo pravi, da gre za zlepljeno meso. Preizkus DNK je dokazal, da je v eni rezini šunke meso najmanj 3 prašičev. Tudi šunka podjetja Millenhof je iz zlepljenega mesa. Laboratorijski preizkus je pokazal, da je v pregledani rezini meso najmanj 3 prašičev. Eiklingen pri Celeju. Srečali se bomo s potrošnicama, ki vesta, kaj je dobra šunka. Na domačiji družine Šepelman. Kmetici Anja in Ilzedore zlepljeno šunko poznata le z televizije. Hallo, Juhila, grüßi, alles klar? Hallo, ja. Na? Najmanj 3 prašiči v eni rezini. Oh ne, ja. Das glaube ich jetzt nicht. Guck mal, wenn man genau hinguckt, man sieht ja auch, die Farben sind ganz unterschiedlich. Ne? Der Teil hier ist wesentlich dunkler.
als der hier. Und das ist überall so. Na prvi pogled je običajna šunka, a pri natančnejšem ogledu... Hell und dunkel. Hier, der Teil ist sogar fast durchsichtig. Guck mal hier an der Stelle. Das ist völlig unnatürlich. Wenn einem das so klar ist, ne, dass das so gepresst ist und dann noch aus so vielen verschiedenen Fleischstücken und noch von vielen verschiedenen Schweinen, das ist ja sehr irre. Ja, es stand ja auch nicht drauf auf der Verpackung. Ne? Nee. Also man konnte es offensichtlich nicht erkennen als Laie. Ja. Wenn ich mir vorstelle, da ist ein altes Schwein drin und ein junges Schwein und das alte drauf rum. Ist das alte. Das finde ich Leute verarschen. Das finde ich absolut nicht okay. Wenn da Schinken draufsteht, dann muss für mich auch richtiger Schinken drin sein. Und das ist nicht okay. Turinska šunka je po naših laboratorijskih raziskavah nedvomno zlepljena. Na embalaži o tem ne piše nič. In kaj na to pravi proizvajalec? Pri oblikovanju formata za narezek stisnemo šunke različnih prašičev. Tudi šunka podjetja Mühlenhof je zlepljena. Za podjetjem Mühlenhof stoji mesni velikan Wilhelm Brandenburg, ki oglašuje izdelek z okusom iz rok mojstrov, včeraj, danes in jutri. Res ustvarjalno podjetje. Mesarji Wilhelma Brandenburga so del živilskega imperija skupine Rewe. Mi pa bi radi izvedeli, zakaj koncern svoje stranke zavaja z zlepljenim mesom. Rewe pojasnjuje. Spoj več šunk je nujen, saj je ena šunka za strojno rezanje premajhna. Stranke na embalaži najdejo primerno opozorilo. Toda to opozorilo se je pojavilo šele nedavno. Koncern je deklaracijo spremenil v času raziskav NDR-a. Izmikajoče se izjave, izgovori in neprepričljivost so značilni za mesno predelovalno industrijo. Naslednji sestanek imamo v Göttingenu. Profesor Achim Spiller analizira, kako se mesno predelovalna industrija loteva takšnih škandalov. Das wäre gerade in einem solchen Fall, wie Sie ihn jetzt beschreiben, zum Beispiel diese Klebefleisch-Thematik, natürlich ganz wichtig zu erklären, warum man dort etwas tut, warum sich bestimmte Produktionstechnologien verändert haben, aber natürlich auch entsprechend klar zu kennzeichnen, die Produkte, damit die Verbraucher dann auch eine Chance haben, eine vernünftig informierte Entscheidung selber treffen zu können. Spet smo pri Ani in Ilsedore v Weiklingenu. Pokazal jima bom, kakšne so lahko sodobne proizvodne tehnologije. Iz različnih svinskih medaljonov sestavljamo lep kos mesa z enzimom, ki smo ga naročili na spletu. Navodila je priložil proizvajalec. Precej preprosto je. Aber anfassen möchte ich diese Brühe da unten nicht. Was für ein Geruch? Undefinierbar. Oh, das riecht ja wie im Chemielabor. Nee. So. Meso zavijemo v živilsko folijo, vse drugo bo čez noč opravil encim. Je uspelo? Fast wie gewachsen. Man sieht keine Unterschiede, man sieht jetzt nicht, dass das Fleisch ein anderes ist als das oder als das. Naš prvi zlepljeni file sploh ni videti slabo. Du weißt nicht, ob es geklebt ist oder echt ist. Dies könnte ich auch als gewachsen sehen. Es ist nur vom Format her anders wie ein Filet. Es ist ein bisschen größer, aber es sieht nicht unnatürlich aus. Ich kann mir das ja so groß machen, wie so ein Filet. Das kann die Industrie ja auch. Dann lass noch mal riechen. Ob das sich verändert hat im Geruch? Der Geruch hat sich neutralisiert. Es riecht wie Frischfleisch. Wenn ich frisches Fleisch kaufe, dann möchte ich auch wirklich ein richtig echtes Stück Fleisch haben. Aber das wird mir natürlich echt schwierig. Ne? Ja. Man sieht es nicht, man kann es nicht riechen. Was haben wir dann noch für eine Chance? In lahko je še veliko huje kot pri zlepljenem mesu. Goljufije s ponaredki. S
Srečal sem se z Arminom Valejem, živilskim detektivom iz Zveze potrošnikov Hamburga, ki že več let odkriva zvijače živilske industrije. Herr Valley, was ist jetzt eines der extremeren Beispiele an Lebensmittelimitate? Wir haben hier eine ganze Auswahl. Ja, also hier diese Surimi, die aussehen wie Garnelen, die sind ja extra so in Garnelenform so gepresst, bestehen aus billigem Fischeiweiß, das zusammengepresst wird. Da ist ein ganzer Cocktail an Zusatzstoffen drin und dann entsprechend gefärbt. Das ist Abfallprodukt, oder? Es ist ein Abfallprodukt, einfach ein billiger Fisch, der sonst nicht verkauft werden würde. Ribje beljakovine v obliki kozic pa je mogoče prodati. Sieht aus wie eine gepulte Garnele. Surimi erzeugen das Weißfischwasser. Ja, es sieht schön orange aus, macht sich gut als Deko auf dem Buffet. Essen sollte man es vielleicht nicht. Ich kenne das Zeug, ich habe das mal gegessen und mir ist so schlecht davon geworden, das fasse ich nie wieder an. Hier, das ist aber auch, finde ich, ziemlich unverschämt. Alaska-Seelachs. Genau. Den gibt es gar nicht, ne? Den Klassiker, genau, den gibt es nicht. Es war wirklich eine Erfindung der Fischindustrie. Die wollten einfach, Lachs besteht immer für eine hohe Qualität. Und da nimmt man einen billigen Fisch. Das ist hier der pazifische Pollack. Hier steht aber doch Alaska-Seelachs in Klammer und dann noch so ein lateinischer Begriff, wo man dann denkt, ja, dann ist es aber doch garantiert der Alaska-Seelachs. Von Pollack steht hier nirgendwo. Genau, das ist ein Handelsname, der hier erlaubt ist, aber es ist pazifischer Pollack und auch hier sehen Sie ganz klein, ganz Lachsersatz. Klein Lachsersatz, das ist vorgeschrieben, aber es ist gefärbt. Belo ribje meso obarvajo rdeče, da je videti kot pravi dimljeni losos. To je pravi aljaški divji losos, naravno rdeč. Levo je aljaški saj, obarvan rdeče. Sieht erstmal aus wie Lachs, ist gar nicht schlecht geworden. Wie eigentlich guter Lachs aussehen muss, ne? Na, so rot ja, aber, ist eigentlich ein richtiger Lachs gar nicht. Aber Seelachs ist ein weißer Fisch. Also Fischerfisch auf jeden Fall, ja. Aber kein Kunstlachs. Wenn es echter Kaviar wäre, könnte man dieses Döschen hier garantiert nicht bezahlen. Und dann kommt der Kaviar noch aus Deutschland. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Wenn Sie umdrehen, dann sehen Sie, schwarz ist er, aber nicht von Natur aus, sondern hier sind vier verschiedene Farbstoffe drin. Es muss konserviert werden, es ist Geschmacksverstärker drin. Also das ist auch im wahrsten Sinne des Wortes ein billiges Imitat. Toda še huje je. Videti je kot pravi kaviar in je lepo zapakiran. Menda ruska specialiteta. V resnici pa je v glavnem iz vode in skuš. Gehen wir mal zum Fleisch. Hier haben wir schön Rinderhackfleisch. Meint man. Ja, genau, meint man. Da muss man schon auch genau lesen, ist es eine Pseudo-Innovation, die uns die Industrie hier unterjubeln will. Viele Verbraucher meinen natürlich, dass es ein besonders hochwertiges Fleisch ist, das weniger Fett und weniger Cholesterin enthält, aber das ist nicht der Fall, sondern hier wird nachgeholfen mit der Farbe, mit der Aufmachung. Priprave, ki iz sesekljanega govejega mesa z rastlinskimi beljakovinami. Samo 70% mesa. Ich hätte gedacht, ich kaufe Rinderhackfleisch und habe aber nur, was sind da sonst noch drin? Mit pflanzlichem Eiweiß. Aha, rote Betesaft für die Farbe. Aha. Aufs Kilo gerechnet ist das 2 Euro teurer als normales Rinderhack. Cenene ponaredke v trgovinah drago prodajo. So sicer prikrito označeni, toda kaj konča na naših krožnikih v restauracijah. Das gibt es nur im Großhandel, deswegen kann man hier auch was draufschreiben, was ja eigentlich auch eher abschreckend ist. Hier steht nämlich fein zerkleinert, zusammengefügt und geformt, grob entfettet, ohne Schwarte. Also das ist alles irgendwie... 51% ist überhaupt der Schweinefleischanteil, der Rest wird wirklich, da ist schnittfestes Wasser drin. Ja, man nimmt Trinkwasser, man nimmt bestimmte Zusatzstoffe und Stärke, damit es schnittfest wird. Spet smo pri Detlefu Hornu. Nadzornik živil iz državnega preiskovalnega urada ve, s kakšnimi zvijačami vrčujejo v gastronomiji. Zu der Pizza verwendet der Hersteller Käse. Ne? Deklariert den Käse auch auf der Zutatenliste. Darüber hinaus verwendet aber auch noch ein weiteres Produkt, ein käseähnliches Erzeugnis aus Pflanzenfett und so weiter. Dieses Produkt bezeichnet natürlich nicht als Käse, sondern listet in der Zutatenliste als einzelne Bestandteile auf. Wenn aber das
diese Käse und das andere käseähnlich Schmelzendes auf der Pizza gemeinsam verwendet, hat er die Möglichkeit derzeit, das entsprechend in der Zutatenliste, ich sag mal, zu verstecken. Man isst ein Stück Käse, künstlichen Käse, und der schmeckt nach Schinken, wenn es sein muss. Also das ist Schweinerei sowieso. Zusammengeklebt, zusammengematscht, also ist nicht meine Welt. Jeder sucht da noch seine Nische und buttert und knallt da noch irgendwas rein, was es haltbarer und glänzender und angeblich saftiger macht. Das ist doch alles schrecklich. Wir haben auch in vielen Bereichen ähnliche Sachen, wo man als Überwachung denkt, das darf doch nicht sein. Die werden von den Herstellern mit wirklich irrelangen beschreibenden Kennzeichnungen in Verkehr gebracht. Die würde nie ein Verbraucher mit der Verkehrsbezeichnung kaufen. Aber durch den Verkauf nur an Wiederverwender, an Gaststätten, an die Gastronomie, mutiert praktisch ein kochpökelähnliches Erzeugnis auf der Pizza zum Schinken. To bi radi preizkusili tudi mi. Vrnili smo se Kani in Ilzedore. Zdaj bomo spekli pico, tako kot to deloma počne tudi živilska industrija. Z mešanico za pico namesto sirom. Das Aussehen ist wie Käse. Wie fühlt sich's denn an? Es riecht nach fast nichts. Nee. Sollen wir es mal wagen? Ich glaube, das habe ich noch nie gegessen. Nicht so richtig, ne? Das schmeckt nicht so richtig nach Käse. Also relativ geschmacksneutral auch, oder? Ja, aber es schmeckt fast so ein bisschen mehlig, habe ich das Gefühl. Mm. Ne? Mm. Ja, mehlig, ja. Schmierig, ja. Fad. Boah, jetzt kommt aber so der Nachgeschmack im Abgang. Komisch. Ist schon fast ein bisschen bitter. Testo zamesimo ročno. Manjka le še obloga. Šunka ali nekaj podobnega. Das sieht aber gar nicht nach Fleisch aus, oder? Man sieht gar keine Fasern, ne? Nee. Hier so einzelne Punkte. Das würde ich auch fast als Wurst nicht definieren. Guck mal, was hier drauf steht. 51% Schweinefleisch. Also nur die Hälfte davon ist eigentlich Schweinefleisch. Kartoffelstärke, Glukosesirup, Sojaeiweiß, Gewürze, Emulgator. Sollen wir das auch essen? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich denke mal, wenn wir jetzt den Versuch machen, dann müssen wir es wohl mal probieren. Komm, hier dein Stück. Ja, Geschmack hat es. Geschmack ist drin. Das kann man ja reinkriegen irgendwie, ne? Vor allen Rauch. Dingen, mit Rauch steht ja drauf. Mhm. Vor allen Dingen salzig Rauch ist es. Aroma. Extrem salzig auch, ja. Oder? Ja. In kakšen okus bo imelo, ko bo pripravljeno? Ja. Perfekt. Hm, der Teig ist lecker. Se ga je naredila Anja. Der Schinken schmeckt jetzt noch fast mehr nach Schinken wie vorhin, finde ich. Also ich finde es ehrlich gesagt eher erschreckend, dass das jetzt so lecker schmeckt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Živilska industrija nam je očitno že pokvarila okus, zato je očitno kriva druga zvijača. Ponarejanje okusa. Es hat wenig mit richtigen Lebensmitteln zu tun, ne? Also viel aus der Chemieküche. Es gibt viele Leute, die sowas überhaupt nicht vertragen. Und dann sind die da versteckt mit in der Tüte. Nö, finde ich nicht gut. Die ganze Chemie im Essen verabscheue ich. Möchte ich nicht. Dober tek nam želi Magijeva kremna juha s šampinjoni. Seznam dodatkov je dolg. In kaj točno je v njej? Na univerzi v Hamburgu sem se sestal z živilskim kemikom profesorjem Sašem Ronom. Za nas je v svojem laboratoriju kremno juho s šampinjoni iz vrečke razstavil na posamezne sestavine. Cela vrsta različnih praškov.
frage ich mich allerdings, wo ist der Champignon? Der Champignon ist tatsächlich hier in dieser Aufreihung, wie wir sie gewählt haben, in der Mitte. Auch nicht mit einem so großen Mengenanteil, aber Sie können die Champignons hier tatsächlich gerade noch so erkennen. Mhm, ein halber vielleicht. Also eigentlich hätte ich gesagt, es gehören da mindestens 4-5 Pilze rein, große, schöne Champignons. 3. Mehr? Weniger? Also ich schätze mal 2. Einer. Ist nicht viel. Mehr ist da nicht drin. Nee, der wird noch schön klein geschnitten. Čiže skoraj ni šampinjonov. Kaj potem je? Vor allem Pflanzenfett, Pflanzenöl als Basis, um auch die Konsistenz, die Cremigkeit der Suppe zu erzeugen. Wir haben auch als Hauptzutaten vor allem Stärke aus Kartoffeln oder auch aus Mehl oder auch modifizierte Stärken, um der ganzen Suppe eine gewisse Fülle zu geben, auch eine gewisse Cremigkeit. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Geschmacksverstärker drin, in Form von Glutamat. Das ist das hier. Das ist dieses Pulver hier, genau. In Glutamat sploh ni tako nedolžen. Es gibt viele Verbraucher, die auf Glutamat nicht so gut reagieren, beispielsweise mit Kopfschmerzen oder mit Unwohlsein, wenn sie zu viel konsumieren. Das muss ich jetzt einmal probieren. Čisti Glutamat. Also das schmeckt jetzt eigentlich wie so eine Brühwürfelsuppe. Mhm. Sehr salzig, sehr würzig. Ja. Und schon auch ein bisschen künstlich. Aber das ist ja ein extrem starker Geschmack. Sticht das nicht total hervor? Es sticht nicht hervor, weil wir eben diese ganze Summe von Einzelzutaten haben. Es kommt mitunter vor in Lebensmitteln, dass tatsächlich Zutaten eingesetzt werden, um andere wieder zu entschärfen, zu kompensieren, in Schach zu halten. Verrückt. Srečal sem se z nutricionistko Ulrike Gunder, ki je specialistka za vse, kar vsebujejo juhe v vrečkah. Wenn man Fertigprodukte isst, die häufig sehr viel Glutamat enthalten, dann passiert zunächst Folgendes, dass es auf der Zunge nach mehr schmeckt, sage ich mal. Also nach Fleisch, nach Fisch, nach Hühnchen, nach Käse, nach all den eiweißreichen Lebensmitteln, für die Glutamat ja sozusagen die Signalsubstanz ist, die aber in großer Menge Schaden anrichten kann, insbesondere im Appetitzentrum. Kaj ti glutamat spodbuja tek, tudi ko smo že zdavnaj siti. Das sind fantastische Hightech-Produkte. Ich meine, es ist die Illusion eines Essens. Wir kaufen wunderbare Verpackungen mit, großen Kürbissen drauf oder frischem Gemüse. Und am Ende sind da ein paar Krümel, getrocknete Krümel drin, ein paar Instant-Nudeln. Der Geschmack und die Konsistenz und das Gefühl, dass man überhaupt was gegessen hat, kommt von einer sehr ausgewogenen Mixtur an Füll- und Zusatzstoffen. Kot denimo v Magijevi kremni juhi s šampinjoni, v tisti zeno gobo. Was nehmen Sie von dem, was hier auf der Liste steht, was nehmen Sie da in Ihre selbstgemachte Suppe? Mehl, Butter, Zwiebel, Champignons, Wasser. Salz, Pfeffer, Sahne. Ja, ja, stand hier zum Beispiel gar nicht drauf. Ne? Nee, aber Milcheiweiß. In potem smo začeli kuhati zastavo. Ilse Dorina juha s čebulo, z veliko šampinjoni in z veliko smetane proti juhi iz vrečke. Vsaj v času priprave je ta nepremagljiva. Riechen Sie das? Geschmacksverstärker. Sledi pokušina. Bom zaznal razliko? Schlecht. Schön cremig, sehr champignon-intensiv. Da bin ich mir 100% sicher, das ist bestimmt die selbstgemachte. Und? Richtig. Ja, weil die schmeckt auch intensiv nach Champignons, aber frischer. Sind auch frische Kräuter drin, sehe ich, ne? Und sahniger auch. Bisschen. Und einfach, ja, wie eine Champignon-Suppe schmecken muss. Odpravil sem se v Berlin Kane Markwart iz organizacije Foodwatch. Varuhi potrošnikov so si nenehno v laseh z živilsko industrijo in razkrivajo njene mahinacije. Povedal sem ji za naš preizkus z juho iz vrečke in za to, da je imela izrazito kus po gobah. Weil sie
Die Lebensmittelindustrie, gerade die großen globalen Lebensmittelkonzerne, haben ein Interesse daran, dass wir möglichst viele verarbeitete Produkte essen. Viele Snacks, Softdrinks, was auch immer. Weil das die Produkte sind, mit denen sie die höchsten Profite macht. Mit Obst und Gemüse kann man nämlich nicht so viel Geld verdienen. Das heißt, sie legt es darauf an, möglichst schon früh in der Kindheit diesen Geschmack zu prägen, damit wir eben unser Leben lang möglichst zu diesen Produkten greifen. Für die Industrie ist es wichtig, dass diese Produkte unseren Speiseplan dominieren. Se ni mogoče manipulaciji preprosto izogniti? Na mnogih izdelkih vendar piše naravno. Seit die Leute keine E-Nummern mögen, arbeitet man seit Jahren am sogenannten Clean Label, am sauberen Etikett. Das heißt, man versucht heute mit Stoffen auszukommen, die keine E-Nummer haben. Und kein Verbraucher, auch kein Ernährungswissenschaftler kann da noch sagen, was schlussendlich die Zutat ist und der Bestandteil und welche Funktion er in dem Lebensmittel ausübt. 100% naraven okus zagotavlja embalaža. Popolnoma brez konzervansov, brez umetnih barvil. Brez ojačevalcev okusov. Slišati je kar dobro. Beim Thema Geschmacksverstärker hat sich in letzter Zeit einiges geändert. Man sieht ihn deutlich weniger auf den Etiketten. Vielfach findet man sogar Hinweise ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern. Das heißt aber nicht, dass das Produkt kein Glutamat enthält. Zum Beispiel kann man es in Form von Hefeextrakt zusetzen. Levo je glutamat, desno ekstrakt kvasa. Oba v enaki meri spodbujata tek. Denimo v Tomijevi holandski omaki. Precej prefinjen izdelek, kajti prevara je komaj opazna. Das ist wirklich ein Detektivspiel. Das Hefeextrakt, das geschmacksverstärkend wirkt, ist kein Zusatzstoff im Sinne des Lebensmittelrechts, sondern nur eine Zutat. Und deshalb kann man das ausloben ohne Zusatzstoff Geschmacksverstärker. Ja? Verboten wäre, ohne Geschmacksverstärker zu schreiben. Aber den Unterschied ist für den normalen Verbraucher überhaupt nicht einsichtig. Tudi Jofruta Frutking zavaja z deklaracijo. Es sind hier relativ wenige Früchte drin, 6%. Das heißt, in so einem kleinen Becher ist es höchstens eine kleine dünne Scheibe Banane oder letztendlich eine Viertel Erdbeere. Und da wird natürlich nachgeholfen, dass es farblich auch aussieht, werden dann sogenannte färbende Lebensmittel eingesetzt. Also dann wird da rote Betesaft verwendet. Aber steht doch drauf, ohne Farbstoffe. Ja, auch hier gilt wieder, dass es ein färbendes Lebensmittel ist und rein rechtlich nicht als Farbstoff gilt. Aber es wird nachgeholfen, es wird eine höhere Qualität suggeriert, weil die Erdbeeren an sich natürlich dieses Produkt nicht so färben. Brokolijeva solata podjetja Vitacrone, uradno brez konzervansov. Man denkt, naja, das ist wie bei Muttern zu Hause. Wenn man hier aber dann umdreht, dann lese ich hier auf den ersten Blick 6, 7 andere Zusatzstoffe, die drin sind. Ja, ein Antioxidationsmittel, ein Stabilisator, ein Verdickungsmittel, Essigsäure, das oft auch als Konservierungsmittel auch gilt. Echtes Karmin, das wird aus Schildläusen gewonnen. Auch hier fragt man sich, warum muss hier ein Farbstoff eingesetzt werden? Und wir meinen, das ist Pogled na seznam dodatkov nas pogosto pred rami. Sledi laž glede svežine. Sveže meso iz samopostrežbe. Videti je okusno in takšno tudi mora biti. Rosa und frisch, das sieht man einfach als erfahrener Hausmann. Es muss nicht zu rosa sein, es darf nicht zu grell in der Farbe sein, es darf auch nicht zu blass sein. Rosa-rot beim jungen Stück. Rot und saftig. Und eine schöne weiße Kante. Svežina, le optična prevara. Ker živilska industrija v embalažo načrpa kisik, postane meso lepo rožnato. Več dni. Med svojimi raziskavami sem ugotovil, da s tem svežim mesom v kontrolirani atmosferi očitno nekaj ni v redu. To so opazili tudi varuhi potrošnikov iz Foodwatcha in to zvijačo razkrili. Discounter verpacken Fleisch in sogenannter Sauerstoffschutzatmosphäre und das führt dazu, dass das Fleisch außen relativ lange schön rot und rosig bleibt und innen
dann grau wird. Aber es wird eben nicht nur grau, sondern es wird auch zäher, es wird ranziger durch den Sauerstoff. Das heißt, letztendlich wird den Verbrauchern qualitätsgemindertes Fleisch als eben vermeintlich besonders frisch, schlachtfrisch untergejubelt. Ganz furchtbar. Grausam, ja. Das brauche ich nicht. Und ich glaube, das brauchen die meisten Verbraucher nicht. Das ist Betrug in meinen Augen. Würde ich nicht essen wollen. To, česar potrošnik ne ve, pa je v mesni industriji javna skrivnost. Tveganja in stranski učinki obdelave s kisikom. Neki proizvajalec plinov je nedvoumno opozoril na to. Kisik omogoča rast aerobnih bakterij in plesni, ohranja pa rdečo barvo mesa. Na to so upozorili tudi v vodilnem nemškem glasilu predelovalcev mesa. Zaradi kisika je meso žilavo in žaltavo. Reporterji NDR-a so kupili meso v različnih samopostrežnih trgovinah in diskontnih trgovinah. Vzorce pa prinesli v analizo v živilski laboratorij. Tam so najprej izmerili vsebnost kisika v embalaži. Pri nekaterih vzorcih je ta znašala tudi do 80%. Neprimerno več kot v naravnem okolju. In to ima posledice, kot je pokazal senzorični preizkus. Ist ein bisschen zäh. Also ein bisschen fest im Biss. Also ich habe ein ganz kleines Stückchen Fett dabei gehabt. Da bin ich der Meinung, dass es gar nicht mehr so ganz frisch schmeckt. Du hast recht, das Fett schmeckt sehr intensiv. Tranig. Izsledek kemijske preiskave je ta vtis potrdil. Vzorci mesa iz embalaže s kontrolirano atmosfero so bili žaltevi. Es ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie die Lebensmittelindustrie eben bestimmte Regeln und Möglichkeiten ausnutzt, um die Verbraucher zu täuschen. Und ich habe als Einzelner eigentlich überhaupt keine Chance, das zu erkennen. Also da ist jetzt eine Methode entwickelt worden, Fleisch so zu behandeln, dass es länger frisch aussieht. Und die Politik hat, obwohl es da auch eben Druck von den Verbrauchern gibt, bisher noch nicht gehandelt. Auch natürlich, weil sie die Fleischindustrie nicht verärgern will. Toda laži o svežini bi se lahko preprosto izognili. Deswegen gehe ich auch zum Schlachter. Also richtig zum Schlachter. Wir beide kommen vom Land und wir sind zwar keine Selbstversorger, aber wir wissen genau, wo wir unsere Ware kaufen können und wo nicht. Ich hätte es gern richtig frisch vom Fleischer. Ich kann im Zweifelsfall zum Schlachter gehen. Ja, und frisches Fleisch kaufen, aber auch da, auch die Schlachter haben Möglichkeiten mit bestimmten Apparaten, also die das Fleisch, das sie verkaufen, ebenfalls Hochdruck zu behandeln mit Sauerstoff, was dann ebenfalls dazu führt, dass dort also die rote Farbe erhalten bleibt. Prefinjena zvijača. Nič, kar smo se naučili o svežini, nam zdaj med nakupovanjem ne pomaga. In industrija nas skuša še naprej zmesti. Z oglaševalskimi zvijačami. Tokrat smo se Zanjo in Ilzedore dogovorili v samopostrežni trgovini. Na kaj najbolj pazita? Mehl brauche ich. Aha, to z najlepšo embalažo. Das ist der Diamant unter den Mehlen. Ich bete mir ein, manchmal, dass der Kuchen besser wird. Weil Diamant draufsteht? Ich weiß es nicht. Imata pa tudi določena načela. Deutschland ist mir ganz wichtig. Das ist genau die Sorte auch, Nerak, genau identisch. Warum ist denn Deutschland so wichtig? Weil ich wegen dem Transportweg. In včasih kupita kaj kar tako. Das ist diese Volkswagen-Currywurst aus Wolfsburg. Da gibt es auch genau noch den Ketchup dazu. Das ist Kult. Aber das ist eine Automarke, wieso ja, machen die jetzt aber Würste? Aber Kult-Essen. Kult ali preprosto spreten Marketing. Strokovnjaki iz Univerze v Hanovru nam pokažejo, s katerimi metodami živilska industrija gleda v naše glave. Cilj je izvedeti, kaj potrošnika pritegne k nakupu. Wenn sie aufgeregt oder beziehungsweise angestrengt sind,
dann gefällt Ihnen in der Regel etwas nicht. Sind Sie entspannt und ruhig und gut gelaunt, dann gefällt Ihnen etwas das, was Sie sehen. Meritve možganskih valov kažejo, kaj se med opazovanjem embalaže dogaja v naših možganih, ne da bi se tega sploh zavedali. Do skoraj vseh odločitev za nakup pride v naši podzavesti. Prvi vtis šteje. Tega se zaveda tudi živilska industrija. Na Univerzi v Hanovru imam še en zmenek. Na Inštitutu za marketing in management se bom sestal z vodjem inštituta. Pravi, da ni nič čudnega, da nasedamo marketinškim zvijačem. Tag, Johilla, ich grüße Sie. Ich war einkaufen. Das Gehirn versucht erstmal rauszufinden, positiv, negativ, Freund, Feind. Ist das was Spannendes für mich? Ja, nein. Das geht ganz schnell. Das heißt, man nimmt ganz bestimmte Signale erstmal auf, Reize, die man einordnen kann, zuordnen kann. Und diese Zuordnung findet in der Regel vor dem Hintergrund ganz bestimmter Motivationen statt. Also wenn Sie beispielsweise jetzt genau dieses Produkt hier sich annehmen, bis naturverbunden sind, dann haben Sie dann sofort einen Reiz, der Sie da irgendwie anspricht, der es spannend macht und eine positive Hinstimmung erzeugt. Das heißt, wann setzt sich dieses im Kopf fest? Sie werden ja sozialisiert, Sie werden ja auf ganz bestimmte Reize getrimmt, Ihr ganzes Leben lang, das fängt sehr früh an, mit Kinderbüchern hauptsächlich, die ja Sie auf ganz bestimmte Muster eigentlich vorbereiten. Das, was da sagen wir, aufgebaut wird, ist ein ziemlich breit angelegter Schatz an Reizen, die sehr ähnlich dann auch reagieren. Še ena marketinška zvijača so sadeži, rdeči in polni, če to ne vzburi možganov. Es werden viele Illusionen hier aufgebaut, vor allem bei den Früchten. Das ist natürlich ein Riesenthema. Frucht gilt als gesund. Die Packungen platzen ja vor Früchten und leider sind oft andere drin, nicht die, die abgebildet werden. Veliko malin in granatnega jabolka. In kaj je res v čikitinem napitku? Das ist auch so eine Art Smoothie, wo man eigentlich auch eher Früchte drin erwartet. Aber Himbeeren sind hier zu 7,5% drin und Granatapfel zu 2%. Also nicht mal 10% von dieser Flasche ist tatsächlich aus diesen herausgehobenen Früchten vorhanden. Ich kannte früher nur Chiquita als Banane. So, und dann ist ja heute auch viel in Englisch, damit man nicht so viel lesen kann. Aber Himbeer und Granatapfel, ja, schön. Pürierte Himbeeren, 7,5%. Aber das steht hier ganz groß mit drauf, ne? Das sieht für junge Leute, die das gut aus, und dann kaufen sie ihre Produkte und gehen weiter. Ne? Und sagen Vitamine und dann trinke ich mal keine Cola, trinke mal was Gutes. V čikitinem smutiju z granatnim jabolkom in malinami so le štiri zmečkane maline in ena sama kapljica soka granatnega jabolka. Okusno, hrustljave češnje v kosih. Auch hier vor allem bis oben hin gefüllt mit Kirschen und rote Trauben, genau. Und auch noch mit Fruchtstückchen, aber auch hier wieder das Kleingedruckte. Die Fruchtstückchen kommen vor allem aus den Birnenstückchen. Ja? Wir haben hier 12% Birnen drin, wir haben vor allem Apfelsaft drin, Bananen, alles mögliche andere. Und warum nehmen Sie keine Kirschen? Das ist natürlich teuer und man braucht so den Apfelsaft oft als... ja, als Grundlage, um das überhaupt schmackhaft zu machen, weil der relativ neutral ist. Also da gibt es viele Gründe dafür. Apfel, 33%, rote Trauben, 12%, Aronia, 2%. Also eigentlich müsste 100% Kirsche drin sind. Ja. Da. Papier ist geduldig. Rosmanova rezina z rdečim jagodičjem, torej z malinami, brusnicami, ribezom. Ali kaj? Auch hier wird eine Fruchtillusion aufgebaut. Wir haben hier nur Sultaninen drin, vor allem an erster Stelle. Und wir haben aber keine Früchte drin, zum Beispiel keine Heidelbeeren, keine Himbeeren, sondern nur Saftkonzentrat. Značilno za živilsko industrijo. Die Verbraucher greifen gerne zu Produkten, wo Früchte drauf sind, weil es eben frische, weil es Qualität, weil es auch Gesundheit verspricht, aber drin ist in den allermeisten Fällen nur ganz wenig. Die Lebensmittelindustrie täuscht Verbraucher systematisch und ganz gezielt. Man kann den allermeisten Verpackungen nicht Glauben schenken. Es wird eine Vielfalt vorgetäuscht, die es nicht gibt. Es wird Natürlichkeit vorgetäuscht, die es nicht gibt. Gesundheit auch. Es werden ja Zutaten auch vorgetäuscht, die es gar nicht gibt. Tako dragocene sestavine zamenjujejo s cenenimi surovinami. Možno je skoraj vse.
trotzdem wissen wir als Verbraucher doch eigentlich auch im Grunde, dass die Lebensmittelindustrie uns beeinflussen möchte. Wir könnten also theoretisch mal unseren gesunden Menschenverstand einschalten, hinten auf die Zutatenliste drauf gucken, ja, und dann sehen wir ja eigentlich, was wirklich drin ist, und dann müsste sich das Ganze doch wieder auflösen. Wenn Sie sich aber jetzt in Anführungszeichen, also mal bildlich gesprochen, in den Kopf gesetzt haben, dass es jetzt was Feines ist, dann ist es dann was Feines. Und wenn die ersten Reize Sie so beeinflusst haben, dann ignorieren Sie das. Das heißt, blenden Sie einfach aus, was Sie nicht haben wollen. Aber warum ist das so? Ja, weil das Gehirn einfach so arbeitet, nicht? Das ist ganz schlicht, dass das Gehirn darauf getrimmt ist, manche Dinge entsprechend durchzuarbeiten. Und da haben wir auch wenig Chancen. Živilska industrija nas ima torej v pesti. Po novem zavaja tudi kritične potrošnike z domnevno regionalnimi izdelki. Ich habe Vertrauen hier oben zu unserer Region. Weil wir es wichtig finden, Produkte mit kurzen Wegen zu kaufen. Erstmal will ich hier unsere Wirtschaft unterstützen und dann gehe ich davon aus, auch dass ich gute Ware bekomme. Primer. Med iz regije Hajde. Jasno je, od kod je. Das steht doch da drauf, wo der herkommt. Wahrscheinlich aus der Heide, steht doch drauf. Die Heide, die liegt hier eben hinter Hamburg, hinter Harburg. Da fängt die Heide schon an. Lüneburger Heide. Čista narava, značilna za severno Nemčijo. Med tu samo polnijo, vozijo pa ga iz vse Evrope. Finde ich Betrug an den Konsumenten. Den kann ich ja gleich gemischten Honig kaufen oder billigen Honig kaufen. Za profesorja Achima Špilerja to ni več nedolžen oglaševalski trik. Da gibt es sicherlich Fälle heute von Verbrauchertäuschungen. Es gibt so eine Grauzone, die rechtlich sehr umstritten ist, zum Beispiel Regionalität, wo man eben als Hersteller heute sehr weitgehend mit werben darf und wo unklar ist und auch gesetzlich nicht definiert, was denn wirklich ein regionales Erzeugnis aus der eigenen Region ist, wie groß die Region abgegrenzt ist. Und der Verbraucher hat ja keine Chance, das selber überprüfen zu können. Primer takšnega izdelka je Rügener Heringstopf, rügenski slanikov lonec. Rügen je počitniški otok v Baltskem morju in asociira na tradicionalni ribolov, toda ribe so iz Severnega morja. Izdelka tudi ne izdelujejo tu, temveč v Polskem ostrovu. Na embalaži je to precej skrito. Kratica PL označuje Polsko. Verbraucher wollen mit ihrer Kaufentscheidung auch mehr bewegen. Die Anforderungen haben sich also geändert und da muss die Gesellschaft, der Gesetzgeber, aber auch die Wirtschaft müssen darauf reagieren. Prevare s šunko, goljufije s ponaredki, ponarejanje okusa, laži o svežini in oglaševalske zvijače. Živilska industrija nam je marsikaj priskutila. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich richtig essen soll mit Appetit. Es zählt ja eigentlich nur noch eins, dass man Geld damit verdient. Es wird nur billig, billig, billig und das ist schlimm. Für die Tiere, für die Umwelt und letztlich für uns als Ende der Nahrungskette. Prevod Franz Jakob Ratz. Zvokovna obdelava Robert Sršen. Brav Igor Velše.